Der Grund ist eigentlich in den anatomischen Besonderheiten von ganz kleinen Kindern zu sehen. Das Problem ist, dass die Venen eine ganz, ganz dünne Außenwand haben und um die Vene rum ist sehr lockeres subkutanes Fettgewebe. Wenn ich jetzt die Nadel vorschiebe, dann drücke ich die Venenwand zusammen und erst wenn ich die Nadel zurückziehe, kann ich wieder Blut aspirieren. Wenn ich jetzt aber auch nur einen Millimeter wackel, dann kann es passieren, dass ich schon wieder raus bin aus dem Gefäß oder wenn ich unbewusst die Nadel ein bisschen nach unten drücke, dann verschließe ich das Gefäß. Und das ist oft der Grund dafür, dass dann der Draht nicht vorzuschieben ist.